Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, es ist nun schon mehr als ein Jahr, dass wir in dieser Pandemie leben. Mehr als ein Jahr, dass der größte Teil meiner Arbeit als Bundeskanzlerin, der Arbeit der Bundesregierung, der des Bundestages, der Landesregierung, der Landtage, der Kreistage und Verwaltung mit dieser einen Aufgabe zu tun hat. Unser Land durch diese Katastrophe und wieder in bessere Zeiten zu führen. Seit dem Ausbruch der Pandemie stemmen wir uns alle gemeinsam gegen das Virus. Es ist eine wirkliche nationale Kraftanstrengung, die jeden erfasst und die jeden betrifft. Alte wie Junge und Kinder, Stadt und Land, Politik, Verwaltung, Bildung, Wirtschaft, Kultur, Sport, Kirchen, unser aller Leben und Zusammenleben. Es ist ein Jahr, in dem wir gemeinsam gelernt haben, wie das Virus funktioniert und was gegen das Virus funktioniert. Lernen heißt nicht von Anfang an immer alles richtig zu machen, auch Einschätzungen zu korrigieren, so wie wir es zum Beispiel bei den Empfehlungen für das Tragen von Masken getan haben. Aber gerade deswegen sage ich, auch wenn wir gerade in einer schwierigen Phase stecken, und viele Menschen das Gefühl haben, das wirklich nicht mehr lange auszuhalten. Gerade deswegen sage ich auch, wir haben in diesem Jahr der Pandemie ein sehr großes Stück des so schweren Weges hinter uns gebracht. Und dabei hatten und haben wir das Ziel, unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten, Höchstbelastung der Menschen und der Kapazitäten in der Intensivmedizin. Ja, sie gab es und gibt es. Leider. Und wir können unseren Ärztinnen und Ärzten und Pflegerinnen und Pflegern gar nicht oft genug für all ihren Einsatz danken. Aber eine Überlastung unseres Gesundheitssystems, die konnten wir vermeiden, Gott sei Dank. Wer mit schweren Folgen einer Corona-Infektion in die Klinik muss, der bekommt überall in Deutschland die Versorgung, die er braucht. Wir sehen an vielen Orten der Welt, wie wenig selbstverständlich diese Aussage ist. Und wir können gemeinsam froh darüber sein. Dabei weiß ich, dass das, was wir gemeinsam im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus erreicht haben, einen hohen Preis gekostet hat und unverändert kostet. Ich vergesse keinen einzigen Tag, was die notwendigen Maßnahmen für jeden Bürger, jede Bürgerin bedeuten, eine in der Bundesrepublik so nie erlebte, zeitweilige, gravierende Einschränkung der Freiheit, schwere persönliche Belastungen, Einsamkeit, wirtschaftliche Sorgen, Existenzängste, das vergesse ich keinen einzigen Tag. Alle Maßnahmen sind gemäß den Regeln unserer Demokratie beschlossen worden. Das macht es rechtmäßig, aber ich weiß sehr wohl, als Demokratie sind wir auch verpflichtet, diese Einschränkungen keinen Tag länger aufrechtzuerhalten als nötig und sie aufzuheben, wenn ihre Begründung entfällt. Und genau das ist das Ziel der Bundesregierung und ich weiß auch des ganzen Deutschen Bundestags. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier. Und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.